Die Bohr ist ein führender österreichischer Baukonzern mit dem Fokus auf Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien. Und darüber hinaus bearbeiten wir im Infrastrukturbereich Projektmärkte wie Rumänien, Serbien und Katar. Klassische Berufsbilder sind im technischen Bereich die Absolventen der technischen Ausbildungen. Das ist also der Einstieg als Bautechniker mit der Hinentwicklung zum Bauleiter und später zum Projektleiter. Im kaufmännischen Bereich ist es die Absolventen der kaufmännischen Ausbildungsstätten hin zum Baukaufmann, zur Baukauffrau und später hin zum Großbaustellenkaufmann hin zu den großen Baustellen. Da bieten wir an Trainee-Programme für unsere Studenten, das sogenannte Aufbau-Business und für die Schüler der kaufmännischen Ausbildungseinrichtungen das Aufbau-Business Junior. Praktika dienen in zweierlei Hinsicht dazu, einerseits die persönlichen Fähigkeiten und die Berufswünsche kennenzulernen und andererseits zukünftige Unternehmen innen kennenzulernen. Je früher man mit einem Praktikum beginnen kann, umso besser. Ich denke, dass ab 13, 14 Jahren ein Praktikum jedenfalls von Vorteil ist. Es dient einerseits zur persönlichen Weiterentwicklung, aber auch zu einem größeren Weltbild. Für YPT-Praktikanten haben wir uns heuer zwei Karrieremöglichkeiten, zwei Praktikumsplätze überlegt. Im kaufmännischen Bereich wird das YPT-Praktikum beim Krankenhaus Nord sein, einer ganz großen Baustelle in Wien, ein großes Krankenhaus, fast 800 Betten, ca. 3,4 Millionen ambulante Behandlungen pro Jahr, 400.000 stationäre Patienten pro Jahr. Dieses Praktikum wird den Kaufmann hinführen zur Bearbeitung im Bereich des Einkaufs, im Bereich des Bestellwesens, im Bereich der Rechnungsbearbeitung und vor allem wird es ihn vertraut machen mit den vielfältigen Dokumenten kaufmännischer Natur, die in und aus der Baustelle herausfließen, sodass so eine große Baustelle funktionieren kann. Das Praktikum ist für den Juli 2014 vorgesehen. Im technischen Bereich wenden wir uns an Studenten des Bauingenieurwesens. Es führt das YPT-Praktikum nach Warschau in ein großes Projekt, das Waterfront Gdynia. Es ist ein Projekt, das also ungefähr 90.000 Quadratmeter Fläche umfasst, ein multifunktionales Projekt mit Kommerzzonen, mit Wohnungen, mit einem Kultur- und Wellnessbereich. Also eine sehr große Herausforderung. Der YPT-Praktikant wird also sich hier beschäftigen mit der Vermessung, er wird sich beschäftigen mit der Aufsicht auf der Baustelle, er wird die Möglichkeit haben, an der Front zu stehen, wo der Bau geschieht und den Bauleiter dort bei diesem herausfordernden Projekt zu begleiten. Ich möchte hinzufügen, dass wir für dieses Projekt vor allem Leute ansprechen, die sehr gut Englisch sprechen. Die Sprache auf der Baustelle ist Englisch und das ist eine weitere Herausforderung dort auf dieser Baustelle. Wenn ich euch etwas raten kann für eure Praktika und für euren Karriereweg, dann ist das eines. Macht all das, was euch interessiert, macht es aber mit besonderem Elan und mit besonderem Einsatz. Denn nur dann wird man wirklich gut in dem darin, was man tut. Traut euch etwas und nichts ist zu schwer, zu groß oder zu weit weg. Also den YPDler erwartet, die YPDlerin erwartet, auf der einen Seite eine Einbettung in bestehende Strukturen. Sie werden bei uns willkommen geheißen in der Form, dass sie mit den Unternehmen und seinen Geschäftsfeldern vertraut gemacht werden. Sie werden einen Mentor zur Seite gestellt bekommen, der für alle Fragen Ansprechpartner sein wird. Sie werden herausfordernde Tätigkeiten bekommen. Sie werden an der Front stehen, dort, wo also wirklich das Baugeschehen sich abspielt, im technischen Bereich im Ausland, im Inland, an einer sehr, sehr großen Baustelle in Wien.
Es erwartet die YPDler als Erwartung unsererseits an Lernbereitschaft, an überdurchschnittliche Willen, sich mit den Produkten der Pro-Gruppe zu beschäftigen und Einsatzwillen bei diesen herausfordernden Tätigkeiten. YPD bietet uns eine Plattform, die besten jungen Nachwuchsleute kennenzulernen. Einerseits stellt sich hier die POR besonders vielen kritischen, wissbegierigen Jugendlichen und kann von deren Feedbacks lernen. Und von unseren Praktikanten haben wir viele Anregungen bekommen und haben auch gleichzeitig den einen oder anderen im Unternehmen halten können. Wir hatten sehr gute Erfahrungen mit unseren YPD-Praktikanten. Letztes Jahr war der kaufmännische Teil beim Hauptbahnhof hier gleich um die Ecke. Der technische Teil war ebenfalls in Warschau bei einem Großprojekt. Wir hatten sehr gutes Feedback von unseren YPD-Lern. Wir glauben, dass also die Erfahrung für die YPD-Ler lehrreich war, dass sie etwas mitnehmen konnten. Und wir sind mit unseren YPD-Lern noch in Kontakt. Allerdings hat sich bisher noch keine Festanstellung deshalb ergeben, weil der Ausbildungsstand der YPD-Ler heute noch nicht dazu geführt hat, dass sie jetzt bei uns beginnen konnten.